Cheerio, meine lieben Dino-Tamer. Willkommen zurück zu Ark mit der nichtsnutzigen Blutkatze. Hey! So, jetzt haben wir letzte Folge einen technischen Fortschritt gemacht hier. Wir haben jetzt schön unsere Gewehre, für die ich gerade fleißig Munition produziere. So, hier rein. Okay. Leider ist das Metall langsamer, als es eigentlich sein sollte. Ich sehe dich. Das ist jetzt sehr günstig, wenn die Iguanodons da vor die Flinte laufen. Achtung, da kommt irgendwas auf dich zu, was Pelz gibt. Oder auch nicht, es hat gerade Kehrtwende gemacht. Alter, das Ding hat keine Chance. Ich hab keine Munition mehr, shit. Tot. Level up! Ja! Gibt das Ding auch Leder? Dein Ernst? Ja, ein bisschen. So, ich hab, wie viel Leder brauchst du noch? Warte mal kurz. Fast 80. Oh! Das ist günstig, das ist saugünstig. Ich glaube, ich habe alles. So, da hast du ein paar Feuersteine, die habe ich dir da reingelegt. Nicht da rein. Die Feuersteine müssen in den Mörser rein. Alles klar. Ich habe jetzt muss ich ein Level up machen hier. Level 41. Bist du eigentlich noch nahe dran, oder? Hm? Ich bin Level 41 und du? Nee. Ich bin ganz weit weg. Oh, einen Schalldämpfer kann ich machen. Einen Schalldämpfer kann ich machen, damit ich in Ruhe ins Wasser fallen kann. ich hab ein Level. Ja, 37. What? So. Einfach so in den Kopf rein. Einfach so in den Kopf rein. Magst du mir jetzt den Sattel machen? So. Ah, da ist er ja. Einmal herstellen. Oh, ich brauche Öl. Wofür? Für den Schalldämpfer. Scheiß die Wand an. So, ist drinne. Nimm dir raus. Gut, dann kann ich jetzt Stein und Dings sammeln. Feuerstein. Feuerstein, Stein und was dein Herz begehrt. Ich nehme mal. Hast du die Essen mitgenommen? Nein, das hast du mir alles geklaut, als ich es mitnehmen wollte. Warte hier. Ins Feuer rein, das wäre sehr günstig. Zack. Ich kann was essen! Oh, eine Genugtuung. So, hier. So, haben wir hier jetzt Waldrop? Waldrop wollte ich mitnehmen. Waldrop leer. Das ist einfach total übertrieben, dass eine Patrone 12 Schießpulver kostet. Scheiße. Das ist echt massiv. Oh, ich trinke nie wieder aus Plastikflaschen. Wieso? Ah, ich habe mir heute wieder mal meine Kisten bestellt. Meine Wasser. Was ist denn da runtergefallen? Mein Wasser. Also, ich habe ja Wasserkisten und so weiter und ich bestelle mir die mal bei einer Firma, die ich jetzt nicht nenne, wegen Product Placement. Jedenfalls, auch jetzt immer in Glasflaschen. Und unglaublich gut. Auch jetzt eine Apfelschorle geholt. Man weiß, bin ich so nicht Apfelschorlen-Fan, aber. Dann haben wir gleich ein kleines Problem, ne? Warum? Hier ist schon wieder was runtergefallen. Was war es diesmal? Es war nur ein kleiner Fium, ja, aber irgendwie passiert das hier regelmäßig jetzt. Was machen die da oben? Party feiern. Ich setze mich mal auf Jasmin und flieg mal hoch, aber das. Können wir noch nicht, wir brauchen noch Chitin. Oder Keratin. Unser Ankylosaurus fühlt sich pudelwohl, er hat sich schon in die Futterschale. So, hier ist das. So, wo ist das Schießpulver? Da. Ach, nur 58 Schießpulver, kriegen ein paar. Hast du deine Flinte eigentlich? Ja. Willst du ein bisschen Munition haben?
Nur so. Momentan brauche ich keine, also ich wollte jetzt. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Weil das Gewicht zu hoch ist. Nein! Der versinkt hier irgendwie im Stein. Das ist nicht eben. Ja, ich merk's. Das ist nicht eben genug für ihn hier. Na, ihr Iguanodon. Aua. Ich guck mal, was ich uns vielleicht noch so bauen kann. Ich weiß, es ist heiß. Alter, diese Pelzrüstung, ne? Das ist so, boah. So, Stone. Bei Fuß. Das ist das falsche, wo ist denn das? Wird sich verarschen, Alter. Was? Stolperdraht-Betäubungsfalle. Überhaupt nicht übertriebene Ingredients. 15 mal Narkosemittel. Wo ist denn eigentlich meine Giftgrasgranate? Ich habe eine Giftgrasgranate gelernt. Lol. Ernsthaft? Ja. Oh nö, ich steck schon wieder fest. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich alle trollen hier? Ja. Das ist da unten. Ach, das ist der grüne Kackbiber. Oh, ich würde ja gerne die Balliste bauen. Aber dafür müssten wir so viel an Dings bauen. Polen, so viel an Metall. So, ich hatte hier irgendwo Holz und Faser mal gehabt. Aber ich glaube, das ist schon wieder alles weg. Das Öl. Ja, ich Öl. Mal gucken, ob das reicht. So, Fasern habe ich jetzt genug. Ich habe ja nicht gedacht, ich baue uns mal eine Geräucherkammer. Aber dafür fehlt das Holz. Damit wir da unser Fleisch auch etwas länger haltbar machen können. Ja, das wäre keine so schlechte Idee, hast recht. Eine Räucherkammer. Was fehlt mir denn jetzt hier? Ach, ich sollte das auch in mein Inventar ziehen und nicht in die Werkbank legen. So, ich brauche Holz. Ich um mein Holz. Ich habe gerade sau viel Fleisch dafür gekriegt, dass ich einen dieser Klopse gefüllt habe, die hier überall rumrennen. Supidupi. So, da ist Holz. Holz! Was war das denn? Einmal draufgeschlagen, Bob. Holz! Holz! Du bist einfach so. Nach dem Motto. An mir vorbeigelaufen, alles klar. Läuft bei dir. Perfekt. So, eine kann ich schon mal herstellen. Ich muss auch was trinken. Man läuft da so viel. Eine Räucherkammer. So, jetzt geht's an die. Feuerstein. Wie? Da waren nur zwei Stück drin. Da waren nicht mehr drin. Ich mein Holz. 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 Wenn du Eisen vorkommen hast, siehst du auch, wieder mitnehmen. Ja. Wir brauchen so viel Eisen für den ganzen Kram, den wir haben. Hallo Biber. Was guckst du mich so an? Geh weg. Ich habe vorhin nur deinen Freund getötet. Mehr habe ich nicht gemacht. Höp. Gut, Räucherkammer, wo stellen wir dich mal hin? Ich würde mal sagen, hier oben einfach mit hin. Da. So. Diesen komischen Kühlschrank. Ja, hier ist es auch total uneben. Also ich wundere mich nicht, dass manche Dinos hier Probleme haben. Ja, das ist definitiv scheiße. Zack, zack. Oh nee, die Narkobeere ist voll. So, legen Sie hier verderbliche Waren zusammen mit Zündpulver, um sie das ist Sprechfehler. Sprechkasten haben wir eine feuchte Hauptsprache. Ja, okay, dafür müssten wir auch erstmal Dings haben, ne? Zündpulver, wofür wir Feuerstein brauchen. Ich bin dabei. Dieser Anschüge geht mir gerade so richtig auf den Keks. So. Ich guck mal, was ich uns noch bauen kann. Die Balliste wird noch in ferner Zukunft fliegen. Ich habe noch nie einen so hässlichen Dino gesehen, der so schwerfällig ist. Ich und mein Holz. Hallo.
Ja, hau mal ab. Ich glaube, das liegt am Waldtraut. Hm? Ich glaube, das liegt am Waldtraut. Alter, es schreckt mich nicht so. Ich guck doch hier so ein scheiß Affe neben mir auf. Den kannst du zähmen, du brauchst eine Beere in der letzten Slot. Ich habe keine Beeren dabei. Passiert das genauso wie letztes Mal. Kriegst ihn, nimmst ihn mit, zack, tot. Ja, wenn der andere Dinos angreift. So. Da, 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 da. Ja, hu, 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 du bist auch. Ach, Raptor Klaus, hau ab. Niemand glaubt an dich. Ein Kylosaurus ist im Level aufgestiegen. Stumps, 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 stumps. So. Du, 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 du. Lol, schwimmt hier mal eben so ein Sabertooth im Dings rum im Wasserfall. Ja, warum nicht? Das ist eine Forelle geworden, was? Er hat sich gedacht, nein, ich bin kein. Sein Carpador. Ich bin eine Forelle. Ich weiß gar nicht, was Salmon heißt. Er ist ein Carpador. Happy New Year. We wish so, ich baue mir erstmal jetzt einen Kompass. Damit ich diese Karte vernünftig nutzen kann. So. Dum -dum. Dann verarbeite ich den Feuerstein, den ich dadurch gekriegt habe. Noch zu Zündpulver, dann haben wir wenigstens das Zündpulver, dann habe ich das Zündpulver für die Räucherkammer. Dann verwenden wir dein Zündpulver für Schießpulver. Ich muss mal eben hier. Wie wichtig, was ich mich, wie ist du kremetig? Er kriegst mich. Ach, oh, jetzt wird hier Stein drin, wird geiern. Hallo Stein, nein. Ich glaube, den ganzen Stein hatte ich mal dafür gesammelt gehabt, weil du ein Steinhaus draufbauen wolltest, ne? War mal was, glaube ich. Rein theoretisch schon, ja. Auf dem Wasser wollten wir bauen. Mhm. Biber, hau ab, sonst hole ich meine Flinte raus. Kill ihn doch einfach. Na, hier oben kriegt er mich, nein, ja. Nein, Waldraut, du bist zu weit weg. Oh, und dann lacht sie mich auch noch aus. Sad story. Dum, dum. So, das ist Zündpulver. Packe ich da rohes Fleisch rein oder gekochtes Fleisch? Ich glaube rohes. Nee, gegrilltes Fleisch. Benutze Zündpulver, Öl und gegrilltes Fleisch. Mir gerade auf die Nerven. Ach, geh weg da. Beweg deinen Hintern. Benutze Zündpulver, Öl und gegrilltes Fleisch, um nach einigen Stunden Räucherfleisch zu erhalten. Leck mich. Dafür gebe ich doch kein Öl aus. Verarschen. Hast du das Ding jetzt umsonst gebaut? Nö, ich habe da jetzt das normale Dings reingepackt. Sag schon. Das ist normale Fleisch mit Zündpulver. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ne, ja, es konserviert ja. Es wird nur halt kein Räucherfleisch, ne? Kann ich euch Chitin klauen? Ich wollte ihn nicht aufheben. Oh, 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 ich weiß, dass du genau über mir bist, aber ich sehe dich nicht. Merry Christmas and a Happy New Year. Ja, komm her! Oh nö!
so. Geh weg, du Kackvieh. Ich mag keinen Mensch haben, geh weg. Dann. Ich will doch nur in Ruhe Feuerstein sammeln. Oh nein. Toll. Was denn? Der Ofen war aus. Also, ich hole mal wieder Holz. Alter, der war aber ziemlich nah gerade. Der Meteor. In den Kessel landet gerade nichts. So, ich hole Holz, das schmeißt sich in den Ofen rein. Alter! Alter, guck nach oben! Guck nach oben! Was? Guck nach oben, siehst du das? Ach da! Da fliegt ein Geschenk! Es kommt direkt davon! Ist jetzt nur die Frage, ob es von der kleinen Mikroplattform da oben aufgehalten wird oder ob es runterkommt. Warte mal. Vielleicht kann ich ja. Warte. Du wirst es nicht abschießen können. Es ist wie ein. Auf dieser Insel, da gibt es Dinger, die vom Himmel kommen. Die, ich weiß, von die Airdrops. Genau, so ein Ding ist das. Oh, kurz mal Nase putzen, Moment. Los, komm her. Sonst gehe ich nach oben, 100. Oh, bitte lass es da dran vorbeifliegen. Bitte lass es da dran fliegen. Nein, es fliegt da nicht dran vorbei. Es wird da oben landen. Scheiße, wie viel Chitino haben wir? Weißt du nicht? Weil wir Chitin für den Sattel brauchen von Pteranodon. 150. Nee, das so viel haben wir nicht. Lange nicht. Wir hatten fast 80. Wo ist das alles hin? Na, erstmal haben die unsere Kleinen was gefressen und wir haben zwischendurch was gebraucht. Wie, du hast zwischendurch was gebraucht? Wofür? Naja, für die Bauten hier zum Beispiel. Kommst du da hoch? Wo hoch? Ja, zum Geschenk. Kannst du den Weg da hochfinden? Keine Ahnung, kann ich versuchen. Du hast Waldrott hinten stehen lassen. Ich nehme jetzt Waldrott und versuche das auch mal. Vielleicht finde ich hier einen leichteren Weg. Nee, aber dann verlieren wir Waldtraut. Nee. Lass den Käse. Doch, wenn da oben gleich irgendjemand wartet oder so, dann verlieren wir Waldtraut. Oh, das ist ärgerlich. Ich weiß. Ich will seit 3 Folgen diesen verkackten Sattel haben. Ja, Mann. Weil du alles tust, außer irgendwann mal auf eine Sache zu fokussieren. Ja, du wolltest doch Feuerstein. Ja, weil ich weiter denke mal. Du wolltest, ja, toll, ein Gewehr, du wolltest ein Gewehr haben, ich habe den Gewehr gemacht. Was du nicht gesammelt hast. Natürlich habe ich es gesammelt. Ich habe über 400 Feuersteine. Wo ist eigentlich der Ankylo? Ja, jetzt sammelst du mal Feuersteine. Für die Gewehre hast du nichts gesammelt. Weil du ja irgendwie da ein Dino hattest und dann musstest du da was tamen oder musstest du da was tamen. So, das ist an das Geschenk. Genau, es liegt immer nur an mir. An das Geschenk kommen wir nicht ran. Da muss man hochfliegen. Was ist das denn hier? Ach so. Hast du den Feuerstein aus dem Ankü schon raus? Nö. Bist du blutig? Hast du Feuerstein? Ist das Farbe? Das ist Farbe, ich wollte gerade sagen, Alter. Hätte mich zwar gewundert, wer Dick da auch so platt gehauen hätte. So, ich packe jetzt erstmal das Feuer hier in den Ofen, damit der schön, weil er die ganze Zeit brennt. Oh, das ärgert mich jetzt. Kann man euch platt machen? Ja. Nee, das wird nichts.
Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja, wir müssen irgendwo mal eine kleine Mine für Chitin suchen. Ich gehe gleich mal ein bisschen auf die Suche. Ich mache hier derweil die ganzen kleinen Vorkommen platt für Feuerstein. Level up! Sag mal, wieso ist das bei dir so schnell? Weil ich die ganze Zeit die Sachen für uns baue. Ja, und ich farm und krieg keine Level deswegen. Oh Mann, oh. Nee, wenn du neue Sachen baust, dann kriegst du ein Level. Und wie soll ich deiner Meinung nach bauen, wenn ich die ganze Zeit die Sachen dafür farme? Gewächshaus? Was ist denn ein Gewächshaus? Du, das könnte nützlich werden, wenn wir irgendwann mal anfangen und so an. So wie ich dich kenne, werden wir dazu nie kommen. Gacha-Sattel? Ach! Wir können ja mal Gacha-Klaus zählen. Nee, hier gibt es normale. Ja, aber das kannst du knicken. Wir brauchen mal 150 Hitchen. Du, ich habe auf meinen Singleplayer so einen Sattel aus dieser Geschenkkiste gekriegt. Dafür brauche ich 1000 Chitin. So. Aua. Dann gehe ich mich jetzt mal ein bisschen umgucken hier. Läuft. Ja? Der Ankylo ist sauschnell unter Wasser. Oh. Wasservieh. Muss das Chitin sein oder das Keratin auch sein? Keratin geht auch. Okay, gut. Dann halte ich immer Ausschau nach Schildkröten. Und so. Es muss beides haben. Also es gibt auch eine Kombi aus beiden. Mhm. Ich muss hier mal kurz hochholen mit beiden. Hä? Hab ich gerade. Ach, hi! Kann ich dich auch mal kurz... Oh, fuck it. Ich habe gleich ein Geschenk für dich. So. Fuck it. Fuck it. Hm? Fuck it. Nein. 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 Wieso? So, hier haben wir schon mal 15 Chitin. Ich liebe mein Gewehr. Uiuiuiui, das war knapp. Was war das denn? Ich habe gerade so einen Blitz gesehen. Dass diese Stadt auch noch leben muss manchmal, ne? Ja. Ein Aufklärer. Komm, ich schieß dich ab. Oh, Waltraut hat ein Level up. Ab auf die Bewegungsgeschwindigkeit. Das Schöne an dem Zielfernrohr ist, ich kann auch ein bisschen die Gegend auskundschaften. Mhm. So. Das ist immerhin. Nee. Also ich konnte jetzt gerade 15 Chitin besorgen, weil ich die Schnecken gekillt habe. Ja gut, vielleicht nicht in dieser Folge, aber bis spätestens zur nächsten Folge besorge ich dir deinen Flugsaurier-Sattel. Oh, Stein, Stein, Tal, was haben wir hier? Oh, ja, ich bin ja schon am Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, oh. Hallo, Biber. Da ist auch noch Keratin drin und Schwarzpulver. Wo bist du? Bist du beim Lager? Ja, ich. Hm. Oh, hallo Stone. Was stehst du denn hier rum? Stone steht da, weil... Oh. Stone... Der ist ziemlich gedamaged. Ja, der wäre fast ertrunken. Tja, Stone. Was heißt das? Mit wem solltest du am besten nicht mehr mit? Ne? Ja. Ich war so fasziniert, dass er unter Wasser auch arbeitet. So, und dann habe ich unter Wasser gearbeitet und kam einfach... Oberfläche. Ich wundere, warum. Bleib mal da stehen. Ich will dir mal dein Geschenk geben, zumindest. Ah! Wasserfall auf mich runter zu drücken. Mann, jetzt lass mich doch mal da hoch, verdammte Axt. So, da bist du ja. So. Rapams. Bitteschön. Du tamest ja so gerne.
Wieso Schalldämpfer? Weil du damit leise schießt. Das heißt, wenn du deine Narkotikmunition abschießt und zum Beispiel irgendwie ein Partner von denen irgendwo in der Nähe ist, hört er das nicht. Jetzt echt? Ja. Lol. Das heißt, du kannst in Ruhe tamen, narkotisieren und tamen. Ach, ich kann Schwarzpulver nicht herstellen, muss ich erst lernen. Moment. So, ich gehe mal weiter. Chitinju und Kerzen. Irgendwo werden ja bestimmt auch ein paar geile Schnecken sein. Der geile Schnecke. Okay. Ich habe gar nicht geguckt, was ich in letzter Zeit lernen konnte. Oh, ich kann Chitin-Sachen basteln. Ja. Ich konnte ich auch, aber ich habe es eingelassen. Ich baue erst Rüstung, wenn die Eisenrüstungen da sind. Mhm. Alter! Och nein! Was denn? Scheiß Kackvogel. Aua! Okay, dafür ist das tatsächlich nicht gut. Für den Kackvogel ist das Gewehr nicht gut, wenn er dich gerade angreift. Was ist jetzt los? Alter! Tschüss! Hallo? Was passiert? Ich stehe hier nur, werde von dem Vogel angegriffen. Plötzlich kommen hier drei Triceratops und kicken den einfach mal ins nächste Jahrhundert. Danke für die Hilfe, ihr vier. Das sah aus wie der geflogen. Wusch. Ich weiß zwar nicht, warum die angegriffen haben. Ich schätze mal, der hat wahrscheinlich den anderen noch irgendwie erwischt, aber. Unvergleichlich, geil. Oh, wo bin ich denn hier? Ach, Enforcer. Erschreckt mich nicht so. Ein Rohrfisch. Oh nein, hier ist wie so ein Schweinebär. Schweinebärmann. Wie lange hält sich das Fleisch da drinnen jetzt? Oh, Alter. Keine Ahnung. Ah, hier sind die Fender. Das hält sich ja jetzt richtig lange da drinnen. Ja? Ja. Das allerdings nicht, wenn ich den Server laufen. Naja, wir spielen ja hier eigentlich nur drauf, wenn wir drauf sind, ne? Ja. Aber wenn der Server an ist, dann läuft er im Hintergrund weiter quasi. Mhm, ich weiß. Und das heißt, das Fleisch verdirbt, die Beeren verderben, die Bier im Inventar haben. Komm ich daran, ohne zu sterben? Woran? Ich habe noch eine Schnecke gefunden. Ich bin jetzt aber ziemlich schon hochgegangen. In unschöne Gefilde. Hä? Jetzt habe ich schon ein Zielfernrohr, ey. So. Gib mir deinen Chitin, du geile Schnecke. Was war das denn? Ach, schon wieder so ein Kackaffe. Hört auf, mich jemand zu erschrecken. Alter, der sieht ja geil aus. Wer? Ich habe hier so einen Archaeopteryx in rot-schwarz. Da ist noch eine Schnecke. Komm her, du geile Schnecke. Sagt er und schießt daneben. So. Entschuldigung. Ja, keine Ahnung. Ich habe gerade versucht, aus der Hüfte zu schießen, aber das war nichts. Ich sollte nicht weitergehen. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir, ich solle nicht weitergehen. Ob man auf seinen Menschenverstand hört oder in China klappt eine Tür zu. Du hast gesunden Menschenverstand? Ja, deswegen nehme ich noch mit dir auf. Weil sowas wie Empathie, Mitgefühl hab. Das hat mich jetzt verletzt. Schön. Weiter geht's. Ich habe Keratin gefunden. Wo bin ich denn jetzt? Hier. Hallo? Hä? Ich fühle mich gerade irgendwie doof. Also ich könnte schwören, vorhin hatten wir noch 38 in im
der Werkbank. 32. Alles klar. Mal. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Ich folge einfach mal dem Wasserverlauf hier. Ja, ich bin richtig. Gleich springst du und fällst runter. Nö. War aber mal interessant, so ein bisschen die Gegend. Also hinten da den Wasserfall hoch haben wir echt eine extreme Grünfläche auch. So, da bin ich. Hier bin ich. Nice. So, was haben wir denn jetzt hier? So, wir haben 50 Chitin jetzt. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, ach, hier läuft nur das. Ich sehe. Okay, ich sehe, hier läuft gerade das Schwarzpulver durch. Hallo. Ja, ich bin da gerade bei und mach ganz viel davon. Das sieht aus. Weißt du, woran mich das erinnert? Du kennst doch bestimmt diese Verarschungsserien mit den Baywatch und sowas. Mhm. Wo die dann auch so total in Slow Motion und irgendjemand geht da dran, dann vorbei. Warum sind die denn so langsam? Ja, oh, ich habe den Baywatch, diesen Film mit Dwayne Johnson, also Rock, nicht gesehen bisher, leider. Wollte ich mir mal angucken. So, jetzt gehe ich mal auf die Seite hier hoch und gucke, ob ich da noch ein paar geile Schnecken finde. Warum haut denn der Dings ab? Ach so! Hallo? Ist der andere? Oh, der ist tot, okay. Schildkröte! Hier ist ein toter Dodo, was ist denn hier passiert? Also ich fass nicht. Ach, der Dinos sind solche Vollidioten, ey. Warum? Weil die den Links angreifen, den Enforcer. Scheiße. Mann, verreck doch jetzt endlich. Das geht doch. Der war vielleicht nicht so schlau, Dilos. Oder hat er den Frosser gekillt? Das ist mich aber gewundert. Was brauchen wir denn für einen Iguanodon-Sattel? Können wir den überhaupt schon machen? Lass mich mal kurz gucken, ob ich den gelernt habe. Ja. 50. Stego. Petneraton. Triceratops. Also, jetzt in meinem Menü kann ich es nicht herstellen. Du hast es nicht, aber ich habe es gelernt. Ich kann den jetzt auch noch mal flott lernen. Aber wenn du den ja hast, brauch ich den ja nicht lernen. Nee, wenn ich ihn hab, brauchst du ihn nicht. Nee, hast recht. So, wollen wir? Gut, wir gehen. Dann suche ich ihn mal. Ich glaube, das ist der. Nee, das. Para. Da haben wir ihn doch. 80 Leder, Holz und. Ja, das ist das normale Ding, ne? Mhm. So, ich gehe gleich auf die andere Seite, um Dings zu gucken, nach Schneckos. Aber ich bringe jetzt erstmal jemanden nach Hause.
Hä, wen bringst du denn nach Hause? Du hast was gezähmt? Bring jetzt erstmal was nach Hause. Herzlichen Glückwunsch zu deiner ersten Zähmung. Ach nee, das zähm ich deine erste. Entschuldigung. Jetzt wollte ich auch mal ein paar Flachsen machen. Die packe ich lieber da rein und auch. So, hier. Mit. In Gedenken an meinen Privatspielstand. Willkommen zu Hause. Wie viele Patronen hast du? 6 noch. Ich habe dir 16 reingepackt. Danke. Gesehen? Hi! Na? Ja, wer bist denn du? Ich hätte gerne noch Bang. Das... Nein, Spaß. Ich hätte noch gerne das Weibchen getamed, aber die meinten ja, den Enforcer angreifen zu müssen. Gut, ich kümmere mich, ich gucke dann, dass ich ein bisschen Chitin und Leder zusammenkriege. Na, wegen Chitin bin ich ja gerade unterwegs. Konzentriere dich auf deinen Iguanodon. Ja, das Leder kriege ich ja dabei auch. Oh, der Enforcer kommt unserer Base ziemlich nah. Ja, aber er tut ja nicht so lange mit dem Dings nichts. Ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr irrwitzige Idee, ob das klappen wird oder nicht. Greif nicht den Enforcer an. Nee, nicht den Enforcer. Ah, guck mal, hier haben wir eine Schildkröte. Silizium Perlen, schnell weg! Oh, scheiße, ich komme hier nicht hoch. Nein, ich will nicht sterben. Mami! Ach, sie klaut. Na, wo ist der Biber? Der Justin Bieber. Alter, die Schildkröte hat viel zu viel Leben, habe ich schon gesagt. Ah! Schmeiß mich doch hier nicht runter. Ich glaube, ich könnte gleich genug haben für uns. Für den Paterno oder den Sattel. Alles klar. Ich sammle ein bisschen Pelz nebenbei. Wenn diese Kack-Schildkröte niemals sterben könnte. Wer hättest du die Güte, jetzt endlich zu sterben? Niemand mag dich. Schildkröte, du machst 2 Fehler. Du lebst und tust nichts dagegen. Geht doch. Oh, fuck! Hä? Der Schalldämpfer funktioniert nicht! Der Schalldämpfer funktioniert nicht! Wieso funktioniert der Schalldämpfer nicht? Weil mich 2 Kasteroides angegriffen haben. Standen die auf einen angeschossen standen haben. Die zufällig ein bisschen in der Nähe? LOL! Ich glaube, der Enforcer säuft hier gleich. Ich höre nur Puck. Alter, das hört sich nice an. Au! Au! Wurde von einem Castroides Level 8 getötet. Du läufst da dran vorbei und hilfst mir nicht. Du bist ja ein... Klar, ich greife 3 Biber an, die rechts neben mir stehen. Du hättest da rein. Sicher. So, ich packe jetzt erstmal das Keks. Die gehen mir halt auf den Keks, die Viecher. Davon haben wir jetzt mittlerweile 6-7 Stück in diesem Scheißtrag. Außerdem geben die Pelz. Was mache ich denn so, da? So. Alter. Ich brauche 9. Ich brauche. 190 Leder. Für das denn? Für den Petern oder den Sattel? Oh, guck mal, es fehlt nur noch 7 Chitin oder Keratin. Also jetzt nur Leder farmen. Und ein bisschen Chitin. Grrr. Ein bisschen Leder. Ja, ja, ich weiß. Hast du hier deine Sachen reingepackt? Gut möglich.
Betäubungspfeile etc. Gut möglich, keine Ahnung. Guck ich gerade, hä? Ich weiß gerade nicht wo. Jetzt weiß ich wenigstens, warum der Ankylosaurus-Ding hier drin war. Oh nö. Was denn? Ach, mich hat einer von diesen Wichsteilen gesehen, wie ich hier. Habe ich gerade ein Dings bei dir gehört? Ein Aufklärer? Ja. Oh, was ist denn hier? Ein halbtoter. Nee, ein toter Bieder. Der ist tot, ich habe zwei von den Viechern gekillt. Ist mir die Mini ausgegangen. Level up! Hast du den abgebaut? Ja. Das klaut mir auch noch meine Erfahrung hier. Ja, irgendwas muss ich ja haben, wenn ich dann die ganze Arbeit für dich mache. Ey, willst du jetzt eigentlich mich verarschen? Alter, den lerne ich. Eine welchen? Harpunenschleuder. Alter. Aber dafür brauchen wir Polymer. Ja. Wieso höre ich die ganze Zeit hier einen Dings, einen Aufklärer? Die Aufklärer, weil mich gerade einer einen Dings gekillt hat. Mach, hat er dich gesehen dabei, wie du einen gekillt hast? Ja. Achso, ja, dann werden hier wahrscheinlich Defender irgendwann demnächst auftauchen. So, Leute, ich beende die Folge aber für heute mal. Wer es aber mit dem Part bewerten könnte, denkt auch an den roten Knopf der Dino-Tamer und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.